Wir sind heute hier beim First Lego League Wettbewerb bei Siemens in Karlsruhe. Wir befinden uns in den Räumen der Siemens Ausbildung. Wir haben ca. 80 Schülerinnen und Schüler. Das sind 9 Mannschaften. Ja, und sie kämpfen um den Preis der Region. Wir befinden uns hier am Hauptspielplatz. Hier sind 2 Robotertische. Die Teilnehmer kämpfen gegeneinander. Beim Roboterwettbewerb sind es 2 Minuten 30, wo sie gewisse Disziplinen erfüllen müssen und Punkte sammeln müssen. Und da gibt es Vorrunden, es gibt ein Halbfinale. Und später im Finale werden nochmal die 2 Besten gegeneinander spielen. Und wir sind schon ganz gespannt, wer gewinnen wird. Ja, der 2. Lauf war der beste. Ja, jetzt war es mittel. Wir hatten ein bisschen Pech, aber ich bin eigentlich zufrieden. Mir gefällt das hier vor Ort. Das sieht hier alles sehr cool aus und die ganzen Teams sind auch ganz entspannt unterwegs und sehr cool hier, ja. Wir haben weitere Räume, in denen sich die Teams vorbereiten. Es gibt einen weiteren Spielraum, wo geprobt wird. Und wir haben 2 Räume, in denen präsentiert wird, denn es gibt neben diesen Roboter-Themen eben auch das Thema, wie man das Thema Superpower in der Region, Power, Energie, optimieren könnte. Genau, dieses Jahr gab es das Thema Superpowered und jedes Team musste sich ein Forschungsprojekt überlegen, was mit Energie zu tun hat. Und da waren echt super spannende und innovative Ideen dabei, wie man die Welt ein Stück besser machen kann, wie man Energie sparen kann. Und es war echt super und bin begeistert von den jungen Leuten, die großartige Ideen haben. Neben dem Wettbewerb erlernen die ganzen Teilnehmer Kompetenzen, die wir in der Zukunft benötigen. Das sind komplexe Probleme lösen, das ist Kreativität, das ist Kollaboration. Und diese Dinge, die benötigen wir in der Wirtschaft und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, die Siegermannschaft heute, die wird am Regionalwettbewerb teilnehmen und denen wünsche ich heute schon toi 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 alles Gute.